So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 3. Und heute sind wir des Nachtens einfach auf dem Server drauf. Ich brauche wieder mal eine Folge für heute. Ich habe in der Zwischenzeit nicht weitergespielt, aber wir hatten noch was vorgehabt. Und eine Sache, worauf mich hingewiesen habt in der letzten Folge. Danke, der Endkristall steht ein wenig unsymmetrisch oben drauf. Und das ist grundlegend nicht gut. Ich habe nicht drauf geachtet, genau wie er vorne stand. Oder ich wusste zumindest nicht mehr, weil das wieder ein paar Tage her war. Ich hatte vermutet, dass ich ihn oben so gesetzt habe. Anscheinend war der ein Block weiter nach vorne. Folgendes. Ich werde das erstmal. Jo, jetzt kann ich ihn hochspringen hier. Ich werde das erstmal so lassen. Und werde dann später irgendwann mal. Oh, ein Villager-Zombie mit Rüstung. Den hätte ich eigentlich jetzt hier holen können, aber es wird gleich Tag. Der wird vorher. Weiß nicht, nee, er hat einen Helm aufgehabt, ne? Ich will noch einen Trank der Schwäche machen und den dann heilen und so Zeug. Dass ich den gerade nicht töten sollen. Egal, das nächste Mal. Ich wollte das vorbereiten, nämlich um Villager-Zombies generell zu heilen und um mir ein paar Villager zu besorgen. Hier, wie schlau die geworden sind, die Zombies. Die kommen hier einfach hoch. Und, ich heb mir nächstes Mal nicht auf. Also bei Gelegenheit. Ich werde auch nicht exzessiv nach Zombie-Villagern suchen oder so. Die werde ich einsammeln, wenn die mir die mal vor die Flinte laufen. Also, ihr kennt es ja, wenn man sucht, dann sucht man ewig. Und man kriegt nie das, was man gerne hätte. Okay, nochmal ganz kurz abchecken. Das Ding steht eins weiter hinten. Aber ich kann es auch nicht wirklich umsetzen, denn wenn ich das umsetzen möchte, muss ich vorher den Eimer abschießen. Das heißt, irgendwann werde ich selbst das abschießen. Oder ich werde jemanden dazu bringen, ihn mir abzuschießen. Also so nach dem Motto, oh, es tut mir leid, ich wollte gar nicht. Und dann sagt er, es war eigentlich geplant oder sowas. Ja, schwer zu sagen. Ah, da gucken wir nochmal. Okay, dann, letzten Endes. Jetzt nicht hauen, außer den Kristall zerstören, dann fliege ich in einem Bogen durch die Gegend und sterb. Wir machen den Brauchstand. Ne, Brauchstand habe ich schon. Wir machen Trank der Schwäche. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich noch machen hier. Klappt das hier eventuell gleich? Test. Klappt wunderbar. Okay. Trank der Schwäche. Wir brauchen fermentiertes Spinnenauge und dazu müssen wir ein bisschen durch die Kisten hier durchtingeln. Wo habe ich denn Spinnenaugen drin? Da, ganz viele. Dann brauche ich Zuckerrohr. Habe ich eigentlich auch schon im Inventar hier drin. Daraus mache ich Zucker. Und dann brauche ich Mushrooms. Und Mushrooms, weiß ich noch, habe ich mir erst die Hölle mitgenommen. Hier, bam. Schön. Und dann machen wir da draus mal eben. Ganz schnell. Ein fermentiertes Spinnenauge. Im Prinzip reichen zwei Stücke rein für sechs Tränke. Und ich denke mal, das schickt das erste. Ich will nochmal nicht zu viele Ressourcen auf einmal durchhauen. Denn das ist doof. So. Da brauche ich klar. Ne, brauche ich nicht. Es geht auch ohne. Pilze kommen raus. Die waren da. Genau. Spinnen kriege ich mal mit hier rein. Das gehört zu Brauzutaten und ähnlichem. Dann als nächstes brauche ich ein paar Flaschen. Gehen die nochmal so oder muss man die Glasscheiben machen? Ne, ging so. Okay. Dann da haben sechs Stück. Und dann bräuchte ich eventuell auch mal eine zügige Wasserquelle irgendwo. Habe ich gerade nicht. Deswegen gehe ich hier kurz runter an meinen Fluss. Habe ich auch noch ein bisschen Zuckerrohr gesetzt, damit es schnell viel wird oder schnell mehr wird. Dann rausgeschmissen. Aber irgendwie Crap dabei. Kommen die Eisen Crap. Noch irgendwie Crap dabei. Das ist auch Crap. Komm, weg damit. Dann einmal ja, wieder hoch. Ich habe immer noch ein bisschen abgebaut und ein bisschen Erde gefarmt, weil ich immer zum Bauen für Plattform noch Erde brauche. Das werde ich noch vergrößern. Und die Schaufel mit der Fischen ist so viel. Die sind wohl so BAM! Instant abgebaut. Instant hat die Unbreaking? Ja, doch, Unbreaking. Schön. Genau, da war ja irgendwas. Oh! Hä? Bin ich blind oder? Das sehe ich jetzt erst. Der Fuck! War das schon die ganze Zeit da? Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Mein ganzes Blickfeld hier ist schon voller Drecktreppen verwirrt. Da hängt ein Herz aus Erde. Ich könnte es jetzt drastischer sagen aus Dreck, aber nee, das sage ich nicht. Aber okay, das ist eine Überraschung. Das ist überhaupt nicht aufgefallen hier. Einfach weil ich eh schon die ganze Zeit hier bin und so, ja, die Erdtreppen hier, Erdtreppe da, Erdtreppe da. Und ich achte da gar nicht so drauf, gerade irgendwie noch immer. Huch! Okay. Jetzt die Frage, wer das war. Ich wage Vermutungen anzustellen. Vermutung. Nummer 1, was mir erst in den Sinn gekommen ist, wahrscheinlich war das Eve oder Ive. Ich weiß immer nicht, wie ich ausgesprochen habe. Tut mir leid. Eve, Ive, Ive, Eve. Eve, Ive. Oder,
Oder. Es war Zander, weil Zander hat eine Trollwoche angekündigt. Und er wollte da irgendwie was machen. Ich glaub's weniger, aber den will ich noch in Erwägung ziehen. Barsi hat hier vorne diese Schnur gelegt, wie ich das rausgekriegt habe. Also schnell auf dem Schild drauf, ne? Das war Barsi. Deswegen vermute ich mal nicht, dass er das nochmal gemacht hat. Alternativ höchstens Skate, weil mit dem habe ich im Moment viel zu tun, aber dem würde ich sowas hier nicht zutrauen. Der macht sowas nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Insider sein soll und so ein bisschen darauf anspielen soll, auf die Blightfall-Folgen, weil er ist ja meine Hausfrau, aber naja. Also, weil er sich um Essen kümmert und in Küche macht. Also, aber ich glaube, es war Eve Ive, dass, wenn ich einen Tipp abgeben müsste und ja, ich werde es halt irgendwann, schätze ich, noch rauskriegen. Okay. Ich lasse das mal stehen und das wird erst weichen müssen, wenn das Haus gebaut wird, weil ansonsten fände ich es jetzt blöd, das direkt abzureißen. Bäh, mach ich weg. Lass ich das Herz einfach mal so stehen. Okay, das ist da. Und dann kümmern wir uns um die einzige Sache, die wir machen wollten, nicht Rauchstand. Aber Rauchstand wäre nicht Rauchstand, wenn der seit neuestem nicht anders laufen würde. Da läuft nach anderen Regeln. Nämlich, da muss Blaze Bauer da rein. Und ein bisschen die Sache zu befeuern. G1 wurde reingeladen, das andere liegt jetzt oben drin. Und dann tue ich mal das hier rein und hau einen Spinnen rein. Und dann hoffe ich mal, dass wir dadurch die Schwächetränke kriegen. Gunpowder habe ich auch hier. Und ich mache mir ein paar Goldäpfel. Also einen habe ich schon mal, den habe ich ja bekommen durch einen Dungeon, was ich gefunden habe. Dann nehme ich nochmal normal Gold und ein paar Äpfel. Ich muss genug Äpfel haben. Ich habe viele Bäume gefällt. Genau. 5 Stück. Glück, Glück, Glück. Was? Neuer Sound? Tatsächlich. Es gibt einen neuen Sound. Ich habe noch nicht gesehen. So. Local Brewery. So, Achievement Get. Dicker Achievement sammeln. Was tun wir denn mal raus? Die Netherward. Begründung brauchen wir nicht. Ja gut, Wolle brauchen wir gerade auch nicht. Baumaterialien sind fertig. Strings weg. Ich weiß, mein Kissen nicht geordnet. Mache ich irgendwann nochmal. Baumaterialien tue ich auch nochmal raus. Bisschen Holz. Ja gut, bisschen Holz wollte ich mal. Das wollte ich gerade mal. Zucker. Ja. Wollte ich auch nochmal. Glas raus, Buttons raus, dim aus dim. Außerdem, das ist die einzige Formprojekt, deswegen habe ich mir gedacht, welcher Kerl macht das? So, dann Potion of Weakness, nächste Portion. Schön, und oh, das hält ja ewig hier. Also das eine Blaze Powder, ganz ehrlich, das hält irgendwie doch ziemlich lang. Ich dachte, das wäre teuer, aber naja. Dann bam bam bam, das rein und ein Gunpowder rein. Und dann machen wir aus Wurftränke. Und aus den Äbeln hier machen wir uns goldene Äbel, an dem sich jeder die Zähne ausbeißt. Weil Gold ist aber eigentlich ein bisschen härter. Obwohl es gibt auch auf so Speisen Blattgold irgendwie oben drauf. In so Luxusrestaurants oder so. Ich meine, Doku über Dubai gesehen. Schon wieder Glugluck? Okay. Es gibt übrigens noch einen neuen Sound. Den wusste ich nicht. Und das ist so eine 1.95 Dinge Folge. Der hat mich übelst erschreckt. Der hat mich richtig, aber ja, wenn ich das jetzt sage, dann ist das ja wieder aus der Folge vorhin. Ne, ich sag's mal nicht. Aber ein Sound, der hat mich so richtig erschreckt. Und das war schon krass. Ich war einfach so, ne, ein bisschen, ja, dies und das. Und dann auf einmal, voll zusammengezuckt. Und da ich das in den Bus noch nicht mitgelesen habe, denke ich mal, dass das die meisten auch nicht wissen. Deswegen hat das mal der 5-Dinge-Folge oder so dran. Okay. Dann habe ich die Äbel fertig. Die kommen in meine Notfallkiste. Habe ich immer Notfallkisten eigentlich? Die kommen in meine, Achtung, es ist ein Villager-Notfallkiste. Und dazu müsste ich eventuell gerne nochmal draußen kurzes Gehege bauen. Das ist, hört sich gerade blöd an, aber einen kleinen Stall einfach bauen. Gluck, gluck. Damit da die dann erstmal gefangen genommen werden, Anführungszeichen. Und dazu brauche ich hier nochmal 4 Holz. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Genau. Eine Kiste. Und meine Notfalls-Villager-Kiste. Ich vermute mal, ich werde die Villager höchstwahrscheinlich irgendwie bis hier vorne hinlocken oder so. Und die setze ich mal da dran. Bam. So. Denn wenn ich von außen hier die entlang locke, dann vielleicht hier so vorne rein und keine Ahnung. Ich mache mal kurz Folgendes. Ich mache mal kurz hier so eine... Bam. 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 Ja, ich baue mir natürlich wieder beschissen. Egal. Oh, die Axt muss ich auch mal enchanten. Oh, die müssen wir enchanten. Enchante ich demnächst mal.
Ich mache immer von verschiedenen Ecken und Enden. Wer weiß, wo ich den Zombie dann anfange reinzulocken, wenn einer kommt mal wieder. So, so und so. Dass ich ihn reinlocken kann. Also praktisch Tür auf, mich dann reinstellen. Los, komm her, Zombie, alles klar. Mach hier dicht. Also geh raus, mach dicht. Und dann hier steht er dann drin, grönt ein bisschen rum. Dann werf ich einen Schwächetrank drauf und gebe dem Apfel. Und dann ist hoffentlich gut. Okay, eine Sache fällt mir auch noch gerade auf. Wie geht das Essen aus? Böses Essen. Achso, genau, ich sollte mal hier die Sachen reintun. Schwächetränke generell hier rein und das da rein. Dann bin ich erstmal vorbereitet für 6 eventuelle Villager-Zombies. Und Bulle ist halt, wenn ein Villager drin ist, kann ich den zweiten nicht da reinschieben, gell? Weil wenn ich den zweiten da reinschiebe, dann... Na gut, habe ich, glaube ich, ein paar Probleme. Die werden sie nämlich erstmal beefen und es dauert ja ein paar Minuten, bis der Villager-Zombie zum Villager geheilt wurde. Nicht so gut. Naja. Vielleicht kann ich einfach nur 2 machen, dann Dorfpaaren und ein Dorf züchten, wie auch immer. Okay, so viel dazu. Dann genau die Axt wollte ich entscheiden, aber ich habe nicht genug Level. Gerade irgendwie so wenig Level. Habe ich hier ein bisschen Zeug zum rausholen, dann kann ich ein bisschen Level pimpen. Denn ich habe mir das extra aufgehoben, weil es so für so Stellen, wo ich es halt jetzt gerade mal vielleicht dringend brauche oder so. Nee, negativ. Negative, Sir. Dann eben nicht. Guck mal her. Star Wars. Zug habe ich zu viel gemacht. Kommt hier oben raus. Bam, bam. Nee, warte, das habe ich gleich rausgeschmissen, was ich nicht wollte. Egal. Glas raus. Schön. Ja gut, ich habe immer so ein bisschen Kobbels und Holz dabei, falls man das braucht. Eisen auch nicht schlecht, wenn ich mir ein Werkzeug machen muss. Und ansonsten, das kann ich wiederholen, das kann ich auch wiederholen. Und das waren ja hier die Kohle aus dem Nether und, ja, von Wither Skeletons. Erstmal schön vercraftet, okay. Dann auf der Agenda, das hätten wir zunächst erstmal. Das kann ich auch wieder rausfinden hier. Essen. Dazu nehme ich generell meinen Grillbogen und dazu hole ich mir generell mal ein bisschen Weizen. Fahre mir das Zeug voll. Und ich überlege mir auch nochmal, wie ich das in der nächsten Folge mache, denn dann, ich habe immer noch hier vorne die Ecke des Hauses umgetauscht. Ist das Haus dann wirklich fertig? Hoffentlich, dass ich das mal irgendwie offscreen mache oder so. Mal vorbeischauen. Und, dann fangen wir an, vielleicht außenrum hier, so ein bisschen mit der Deko. Also ich mache mir noch ein bisschen Gedanken, wie wir das machen am besten. Das heißt, dass wir hier von diesem Bauern das wegkommen. Weißt du, so Ställe, Getränk, Dings hier. Also das hat seinen Sinn. Ich will die Bricks behalten. Also, Es wird hoffentlich noch passend. Also dann gucken wir nochmal. Deswegen erstmal so lassen. Und den Schornstein. Ja, er sieht ein bisschen hell aus. Aber ich wollte es ein bisschen vom Fundament hier unten nach oben ziehen. Und da ich keine hölzernen Leitern machen wollte, vielleicht ein bisschen Sandstein ein bisschen heller machen. Es geht, also es soll halt andeuten, dass er von ganz unten bis ganz nach oben geht. Naja, ist immer so ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde, ist gar nicht mal so schlecht. Und, ist immer so ein bisschen Geschmackssache und es ist immer so ein bisschen, ja, Bausache. Ich bin noch nicht im Creative-Mode drin hier rum. Und das ist die Geschichte. Eventuell kann ich gleich noch Folgendes machen, wenn ich mir nochmal ein bisschen Essen besorge. Da es gerade Nacht wird, ein bisschen rumlaufen und gucken, ob nicht doch vielleicht ein Villager-Zombie spawnt. Das werde ich natürlich cutten, also nicht ganz rum, Zombie, 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 sondern ich mache gleich Cut und gucke, ob ich einen finde. Wenn ich einen gefunden habe, dann gibt es wieder Go und wenn nicht, dann weniger Go. Jedenfalls nochmal vorher Tiere paaren, weil die geben auch nochmal Level, damit schlage ich 2 Fliegen in einer Klappe. Zuerst werden die Tiere gepaart, bevor ich sie schlachte. Durch das Schlachten kriege ich XP, durch das Paaren kriege ich XP. Und durch Schlachten kriege ich Essen und wenn ich Glück habe, kann ich gleich das Ding verzaubern. Obwohl, ne, es dauert ein bisschen. Eventuell gehe ich ein bisschen rum, jag ein bisschen. Das heißt, okay, halt Zombies oder Mobs, währenddessen ich nach Villager-Zombies gucke. Und schlage gerade 10.000 Fliegen auf einmal mit einer Klappe. Egal. So, da raus. Und mit dem Bogen jage ich ein bisschen. Dann habe ich das Level voll. Wir verzaubern noch die Axt, auch noch in dieser Folge. Und ich gebe euch Bescheid, ob ich einen Villager-Zombie gefunden habe. Also, bis gleich. So, der Weg wieder. Der Tag bricht an und leider habe ich keinen Zombie-Villager mehr gefunden. Das war irgendwie gerade ein bisschen schade. Den von ihm hätte ich nicht töten sollen, der hat auch einen Helm aufgehabt. Das heißt, wir haben Tag auch eigentlich nicht verbrannt, aber... Jo, zu spät nachgedacht, weil ich hatte die Tränke und alles noch nicht hin. Egal. Dann, Folgendes. Ich habe meine Level besorgen können, das heißt, wir haben Fettbrot auch nochmal genommen als zweiteres Essen, weil ich habe ja vergessen, die Dinger zu killen. Moment... So, ich hatte noch das Sweet im Inventar, habe ich mir eine Crafting Table draus gemacht und einfach das Ding geholt. Jetzt allerdings nochmal zum Abschluss, was können wir auf die Axt drauf hauen, weil komm, ich habe hier so viel Dias gehabt, ich habe einfach mal eine Dia-Hacke gemacht, Dia-Axt gemacht. Warum auch nicht volle Kanone einmal durchprügeln. So. Fortune 3. I'm sorry. Da mache ich doch gleich mal was anderes.
Ich mach mir mal eben dafür das da hier und da mach ich mal kurz das da hier und dann ja gut, dann nee, warte, ich muss das craften, ne? Schade. Ich dachte schon, die setzt sich von allein zusammen. Nein. Also wenn der Zaubertisch auf Tools gerade Fortune 3 gibt, dann mache ich das logischerweise auf meine Spitzhacke hier und nicht auf meine Axt. Ja gut. Ich würde sagen, mit der Spitzhacke kann man was anfangen. Ganz nicht daraus, mit dem Thumbnail. Ja, gut. Das Tolle bei der Sache ist, ich habe schon so eine. Die ist hier. Und jetzt haben wir zwei davon. Man kann von Fortune 3 Spitzhacken nie genug haben. Aber wir können testen, was passiert. Ich jetzt reinig... Verarschen. Da kommt Silk Touch als nächstes raus. Aber ich habe hier doch irgendwo noch hier eine... Da, ich habe noch eine Silk Touch Spitzhacke, Diamantspitzhacke. Die wird auch nicht kaputt gehen. Ohne Witz, die geht nicht kaputt. Soll ich mir eine Schaufel auf Silk Touch verhauen? Ich habe mal eine Schaufel auf Silk Touch, weil Spitzhacke habe ich schon und die hat Unbreaking 3 und Efficiency. Also die hält erstmal. Dann kann ich mir ausnahmsweise mal eine Schaufel machen mit Silk Touch. Und diese Schaufel, die wird mir dann gleich Gras abbauen oder sowas. Das ist jetzt die Frage, was macht am meisten Sinn? Noch eine Pickaxe oder ein anderes Werkzeug? Das ist die Frage. Wenn ihr gute Ideen habt oder was für was am meisten sprechen würde, schreibt es in die Kommentare. Eine Pickaxe-Signature habe ich ja schon. Und naja, ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Dieser Part ist auch schon wieder zu Ende, ich weiß. Wir haben ein bisschen was getan. Wir haben endlich die Tränke. Wir sind ein Villager-Zombie vorbereitet. Richtig prepared. Und ja, also bis auf, dass der Zombie halt noch fehlt. Aber wir haben ja sämtliche Utensilien bereits da. Das Goldzeug kann ich rausschmeißen, weil es braucht kein Mensch. Nicht mehr zum Anziehen, gar nichts. Das waren jetzt die Mob-Drops, die ich noch bekommen habe. Viel Zombie-Fleisch, haben ein paar Zombies gekillt. Und sieht es mal die überschüssigen. Bisschen was nachgewachsen, wahrscheinlich schon so klein. Ah, nicht ganz. Egal. So viel dazu. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, lass krachen. Und tschüss.